Also ein Großteil des Landes besteht aus Urwald. Ja. Und dadurch ist Panama eines der drei Länder auf dieser Welt, das CO2-negativ ist. Das ist ja sehr positiv. Ja, ja, ein positiver Negativ. Positiv, negativ. Und was sonst positiv ist, ich habe gelesen, dass Panama die größte Vielfalt an Vögeln hat, viel mehr als Europa und Nordamerika zusammen. Mhm. Oder die größte Vielfalt an Pflanzen, mehr als USA und Kanada zusammen. Ja. Das spricht natürlich für Panama. Negativ fällt auf, dass sie auf dem Korruptionsindex immer noch eine prominente Stellung haben. Wird das bekämpft oder wird das hingenommen? Es wird bekämpft. Korruption haben wir überall der Welt. Und wir alle überall der Welt versuchen, Korruption zu kämpfen. In Panama auch. Wir sind ein kleines Land und wir müssen nicht nur Korruption von Panama handeln, sondern Korruption von anderen Ländern, die durch Panama oder über Panama kommen. Und das macht es auch ganz schwierig. Innerhalb Panama haben wir viel Einfluss von anderen Ländern, die auch unsere Politiker manchmal oder auch private Unternehmen, sie unterstützen oder sie dafür bezahlen. Und das ist nicht so einfach, weil die Korrupter haben keine Sage da. Ich bin der Korrupter. So wie Sie das PIN. Ja, wir haben ein PIN. Ich bin aus Panama, aber ja, gibt es keiner, der sagt, ja, ich bin der Korrupter. Mhm. Und so, wir müssen die finden. Und wir haben zum Beispiel Probleme Prozessen, die internationale sind. Und wir müssen viele Kooperationen von anderen Ländern auch bekommen. Und das dauert sehr, sehr lange. Aber wir haben schon viele Fälle, wo korrupten Politiker und nicht nur Politiker im Gefängnis sind oder im große schwere Prozesse haben. Und das ist ein Kampf, die nie endet. Und das ist auch hier so und überall. Sie erwähnten, dass Sie Panama als Investitionsstandort promoten wollen. Ist das Korruptionsthema dabei ein Problem? Ja, wir haben normalerweise im Vergleich mit den Ländern in unserer Region eine bessere Investitionsklima. Und das sagen die Investitoren, die ich kenne oder spreche, weil wir den Dollar, US-Dollar haben, so dann haben wir keine Probleme, diese Währung, ja, in andere Länder zum Beispiel kann man nicht diese Währung nehmen. Und das ist auch ein Grund oder ein Weg, wo die Korruption spielt und so weiter. Mhm. Und so haben viele, viele Möglichkeiten für Investitoren, die in Panama sein wollen, wo sie als panamaische Bürger behandelt sind. Ich weiß nicht, ob ich das ganz... Ja, das ist schon gut verständlich. Ja. Ich gratuliere Ihnen zum Deutsch, obwohl Sie ja schon mit 4 Jahren Deutschland verlassen haben.